Jo, was geht ab, meine Freunde, und frohe Ostern wünsche ich euch an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein paar entspannte Tage und könnt auch den heutigen Ostermontag entspannt genießen. Bei dem Wetter lässt es sich doch auf jeden Fall aushalten. Jo, kommen wir zum heutigen Video, Leute, auf das ich mich hier megamäßig gefreut habe. Denn ich denke mal, für viele mega interessant und hilfreich. Ich werde euch heute so einen Ausblick darüber geben, was die kommenden Wochen und was in den kommenden Monaten auf uns zukommen wird. Weil viele, oder ich denke mal, für viele ist es so eine Sache. Auf was soll ich jetzt sparen? Wo soll ich meine Dias investieren? Worauf soll ich meine Leute trainieren? Beziehungsweise wen soll ich wofür hochpushen? Was kommt demnächst? Das sind alles Fragen, Leute, die beschäftigen uns. Und ich hoffe, ich kann euch heute einen ganz guten Überblick dafür geben. Und in diesem Sinne, Leute, viel Spaß mit dem heutigen Video. Attacke! Jo, starten wir auch gleich mal rein, Leute, und dafür nutze ich die Grand Cross Database. Eine Seite, die ich jedem von euch empfehlen würde, wirklich, weil da sind alle Informationen gelistet, die ihr zu jedem einzelnen Champ benötigt und braucht. Auch für kommende, denn die JP-Seite gibt es natürlich hier auch, an der werde ich mich auch gleich orientieren. Denn klar, Global unterscheidet sich in einiger Hinsicht von JP, allerdings von dem Content, der nacheinander droppen wird, das wird eigentlich eins zu eins der gleiche sein. Klar, zeitliche Unterschiede eventuell. Mal kommt das Banner vorher, mal danach. Allerdings wird es ungefähr in diesem Zeitraum so kommen, wie es kommt. Gekommen ist auf JP. Läuft bei mir. So, starten wir auch gleich mal rein, denn dafür gibt es auch eine ganz nice Seite. Schauen wir uns den Content mal an, der gedroppt ist mit den Updates. Nämlich die Update-Schedule von JP. Zunächst einmal, wir sind in Chapter 7, Leute. Und in Chapter 7 wird unter anderem der Crimson Raid Demon noch zusätzlich droppen. Haben wir aktuell nicht. Allerdings zeige ich euch gleich nochmal was. Das wird euch freuen. Garland und Arthur haben wir bereits. Arthur sogar im Anfangspool enthalten. War übrigens meine erste Unit. Der ist auch da erst gedroppt. Und natürlich Level Cap Increase, sprich Limit Break auf 75 von den meisten Chars. Mega cool, freuen sich bestimmt viele drauf. Und Rank Cap. Boah, viele sitzen von uns schon auf Level 60 und ja, können es kaum erwarten, dass das mal erhöht wird. Vielleicht morgen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute. Wurde schon die Pre-Patch Notes zum 14.04. Update gedroppt von Netmarble. Und wie wir hier sehen, ist genau das gekommen, was in JP gekommen ist zu Chapter 7, nämlich Limit Break auf 75 plus der nächste Crimson Raid Demon, der halt Beast Horlex heißt in diesem Fall. Das ist mega cool, Leute. Also darauf freue ich mich wirklich. Wir können jetzt endlich unsere Chars auf 75 ballern. Ich werde euch mal hier zwei Screenshots einblenden. Einmal der Crimson Raid Demon, wie der ungefähr aussieht und was für Materialien ihr auf 75 benötigt. Denn vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn ihr einen Char auf 70 gebracht habt, wurde schon angezeigt, was für Materialien ihr auf 75 braucht. Die erhaltet ihr unter anderem oder beziehungsweise nur bei diesem neuen Raid Boss. Coole Sache. Gehen wir mal kurz hier drauf ein. Green Merlin wird ab morgen im Coinshop erhalten sein. Viele hatten oder waren ein bisschen mad letzte Woche, dass sie nicht gekommen ist. Allerdings, Leute, wird dieser 2-Wochen-Zyklus immer erst starten, wenn das Banner weg ist, nicht wenn es kommt. Das heißt, das Banner von Green Merlin ist weg oder von kommenden Sim Coin Shop Units und ab da zählen die 2 Wochen, dann kommen sie in den Coin Shop. So viel dazu. Also, wer sie morgen kaufen will, kann das ab morgen gerne machen. Zurück zum Update Schedule. Worauf ich noch hinaus wollte, ist das kommende Chapter, Leute. Chapter 8, was damit alles einhergeht. Unter anderem Training Grounds. Das wird Trainingshöhle sein, wo ihr Sachen farmen könnt für UR-Gear. Denn wenn ihr ein SSR-Gear auf 5 Sterne und plus 5 habt, Leute, dann könnt ihr da die Materialien farmen. Natürlich braucht ihr dann noch einen 6-Star Awakening Stone und dann könnt ihr da UR-Gear machen. Allerdings dazu kommt noch ein parallelen Video, weil da gibt es ein paar Sachen, die man mehr beachten muss. Das nur perspektivisch für Chapter 8. Neuer Demon Raid, ein Special Weiselhammer haben wir schon zum Rerollen von Buffs. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist hier Green Escanor. Das, Leute, sollte die Unit sein oder das Banner, auf das ihr als nächstes ansparen solltet. Egal, also eigentlich sollte davon nichts kommen, was irgendwie relevant ist. Werden wir uns mal anschauen. Aber Green Escanor wird ein absoluter Game Changer sein. Mega hilfreiche Unit. Definitiv. Und wo wir gerade beim Thema Banner sind, Leute, switche ich einmal kurz auf die Bannerübersicht von JP, die auch in der Database vorhanden ist und finde ich auch mega cooler Anhaltspunkt. Denn hier können wir sehen, was alles gedroppt ist. Zunächst einmal hatten wir einen definitiv größeren Pool als JP. Sachen wie halt Red Alpha sind deutlich später gedroppt. Hier die ganzen Sachen hier haben wir alle bereits. Bis auf hier diese 2 Banner.
weil das war ein Collab mit dem Anime The Time I Got Reincarnated as a Slime. Eigentlich auch ganz funny, Leute. Season 2 startet bald. Eventuell kriegen wir dann auch noch einen Collab, man weiß es nicht. Gleiche Chars oder neue, weiß man auch nicht. Auf jeden Fall die erstmal außen vor gelassen, alles andere hatten wir. Was wirklich interessant ist, Leute, sind vier Units, die ich euch vorstellen will, die zunächst einmal in den nächsten 3-4 Wochen kommen und dann perspektivisch 1-2 Monate spätestens später. Red Demon Meliodas ist hier leider irgendwie nicht aufgelistet, keine Ahnung warum. Der kommt halt, würde ich vermuten, morgen mit dem Update, weil der ist die Unit, die gemacht ist für den Crimson Raid. Der wird wahrscheinlich morgen droppen. Escanor, Green Escanor hier, seht ihr mit Chapter 8. Ist dann später gedroppt. Der wird vermutlich, würde ich behaupten, in den nächsten 3-4 Wochen droppen. Wenn Chapter 8 halt kommt, so zeitlich im Raum. Die nächsten zwei, die halt einfach mega, mega krass sind, Leute, sind Blue Lilia und Blue Demon Meliodas. Also der nächste Demon Meliodas. Der Red Demon Meliodas ist noch nicht mal gedroppt. Ich rede schon vom Blauen. Denn Leute, die beiden sind einfach endbroken und bilden mit Green Escanor praktisch das Meta-PvP-Team in JP, also eins von den 2-3 Top-Teams, werden einfach mega heftig sein. Und unter anderem sind die auch einfach absolute Farm-Gods. Die beiden zusammen sind einfach PvP und PvE-Götter. Aber kommen wir gleich mal im Detail zu. Zunächst einmal, Red Demon Meliodas ist die Unit, die wahrscheinlich morgen mit dem Update droppen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, viele auch. Denn er ist, wie gesagt, gemacht für den Crimson Raid. Er hat einen Ignite-Buff, einen hohen Single-Target-Damage, seine Passive für jeden toten Ally 50% mehr Crit. Okay, alles in Ordnung. Das, was für den Boss morgen wichtig ist, ist hier. Bei seinem zweiten Skill, der Debuff Infect. Denn der Crimson Raid heilt sich jede Runde, Leute, und macht natürlich auch gut Damage. Damit seine Recovery, Bob, unterbunden. Mega coole Sache, ab Stufe 2, der Skill wird einfach wichtig sein. Ich sag mal so, man kann den Raid Demon auch auf normal und schwer schaffen mit anderen Units, definitiv. Alternativen sind unter anderem natürlich unser Jericho. Der Crimson Raid, wie wir im Bild gesehen haben, ist green. Das heißt, man kann auch Red Barn benutzen, der halt ziemlich gut ist dafür. Der Nunchaku Barn. Healer, wie unter anderem Green Elizabeth. Oder als vierten Slot Red Elizabeth, die jede Runde heilt. Auch mega gut. Und das dazu. So. Seine Ult hat auch ziemlich nice Damage, denn mit einem Weak Point dreifachen Damage. Er macht 2 Debuffs, also sollte er das easy hinbekommen, haut er da auch gut Damage rein. Aber Leute, auch wenn er für den Demon Raid sehr, sehr gut ist und für Extreme eigentlich must have, Summit nicht für ihn. Das Banner wird ein easy Skip sein, sollte da jetzt nicht noch irgendwie aus heiterem Himmel Green Escanor mit drin sein, was eigentlich nahezu wie null geht die Chance. Er wird geskippt, Leute. Denn er ist unter anderem auch noch eine Coinshop-Unit. Das heißt, wenn das Banner weg ist, 2 Wochen später ist er im Coinshop erhalten. Ja, und dann würde ich ihn erst kaufen. Rabattiert würde ich ihn, glaube ich, auch erst kaufen. Also 7 würde ich eher 5 Coins dafür ausgeben. Weil er hat wirklich nur einen Nutzen. Pendant zu Green King, den ihr für Grey Demon braucht auf Extreme. Ja, deswegen easy skip, Leute. Die Unit, auf die ihr sparen solltet, wird Green Escanor sein. So. Und vorweg, er ist keine Coinshop-Unit. Viele sagen halt, Escanor Coinshop-Unit. Ja, ist er. Aber der rote, Leute. Green Escanor wird eine Banner-Unit sein. So, deswegen sollte man für ihn sammeln. Er wird zwar im garantierten SSR-Ticket-Pool von Part 2 drin sein. Allerdings, das ist ein anderes Thema, was ich am Ende nochmal aufgreifen werde. Er wird gesammelt, Leute. Und da werde ich auch all-in gehen, denn er ist einfach wirklich krass. Zunächst einmal seine Passive. Wenn er Full Old Gauge hat, entfernt er Buffs und Debuffs von sich. Okay, Buffs würde jetzt jeder denken, ah, ist voll scheiße. Allerdings, Leute, auch Debuffs. Das heißt, sobald er Full Old Gauge hat, kann er nicht geschwächt oder gestunt werden. Das heißt, er haut seine Ult eigentlich fast garantiert raus. So. Zunächst hat er dann auch noch einen hohen Single Target Damage. Seine Ult Gauge wird ab Stufe 2 um 1 erhöht und ab Stufe 3 sogar um 2. Das heißt, ihr rusht eigentlich easy going mit Gopher. Mit Green Merlin, unter anderem mit Food noch, seine Ult eigentlich garantiert auf Runde 1. Garantiert, definitiv. Sein zweiter Skill, Ignite und Single-Target-Damage und ab Stufe 2 Remove Buffs. Sprich, seine Passive haut er auch die halbwegs schlechte Seite der Gegner um die Ohren. Dann hat er noch einen hohen CC-Wert,
und einen sehr, sehr hohen Basis-Attack-Wert, Leute. Skaliert dann natürlich mit seinen Skills mega heftig. Und ein Highlight, seine 80% Pierce Rate, sprich Durchdringung. Was einfach absolut kranken Schaden macht, Leute. Echt nice. Allerdings, das absolute Highlight an ihm ist seine Ult. Wenn ihr mal den Multiplayer anguckt, 840. Bei kombiniert 960, Leute. Das ist einfach dieses andere Heftige. Dieses andere Heftige. Wenn man ihn dann auf Max anschaut, 1260 und 1440. Wer soll dem standhalten? Deswegen ist er eine Unit, die man gerne auf 6-6 bringen will oder möchte. Also er one-shottet eigentlich mit seiner Ult so ziemlich alles. Und wenn der Multiplayer hoch genug ist, sogar Leute auf mit Red-Type. Deswegen könnt ihr mit in PvP, ist er der absolute Gott. Und PvE ist er halt auch Single-Target-Damage, ganz geil. Allerdings PvP noch eine Spur geiler. Da könnt ihr einfach jede Combo breaken, indem ihr einfach irgendjemanden one-shottet. Mega cool. Deswegen, Leute, für ihn würdet ihr definitiv summonen wollen. Ja, der wird, ja, perspektivisch, denke ich mal, mit Chapter 8 in 3 bis 4 Wochen halt kommen. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Ja. Dann die Red Unit. Die wird als Coinshop kommen, Leute. Allerdings definitiv später. Denn wenn wir mal in der Übersicht gucken, hier haben wir Green Escanor. Wenn wir weiter runter scrollen, hier 30. Dezember erst wieder Red Escanor. Das heißt, diese Coinshop-Unit, sprich Escanor Coinshop, wird später kommen. Rot, nochmal, Coinshop, grün, kein Coinshop. Damit ich das wirklich an dieser Stelle klar mache. So, ich habe ja noch angesprochen, die 2 Chars auf der Liste. Wenn wir uns die mal nochmal angucken. Hier, Blue Lilia und Blue Demon Meliodas. Die 2 sind einfach wirklich krass, Leute. Gucken wir uns zunächst einmal Blue Demon Meliodas an. Demon Meliodas ist PvE und PvP Gott. Einfach krass. Denn zunächst einmal seine Passive, wenn er 4 Ult Gouges hat oder weniger, kann seine Attack Skills nicht disabled werden. Sprich, Gophers Anti Attack Skill wirkt halt nicht mehr. Dann hat er Pierce auf seinem Skill. Das heißt, dreifache Pierce Rate mit einem geilen Damage und Leute, wie bei Hauser geht das all in. AOE. Sorry, Leute. AOE. Mega gut, PvP wie PvE werden wir uns gleich mal anschauen. Und des Weiteren, Corrosion ist ein wirklich ekliger Debuff, den viele unterschätzen, weil wenn man nicht darauf achtet, haut er wirklich rein. Denn zusätzlichen Damage am Ende jeder Runde um 15% hier seiner verbleibenden HP. Okay, verbleibend, ja okay. Allerdings, hier, noch schon auf 20% und wenn man auf 3 guckt, hat man hier seiner Max-HP. Das heißt, dieser Debuff ist wirklich krass, Leute. Der kann wirklich reinschallern. So, schauen wir uns ihn nochmal an. Pierce Rate 40% und einen sehr hohen Basis-Attack-Wert macht ihn einfach zu einem wirklich heftigen Damage-Dealer. Seine Ult, okay, wieder mit Weak Point, dreifach Damage bei Debuffed Enemies. Hat er auch wieder 2 Debuffs, ein Debuff. Also haut er richtig rein. Wie er allerdings wirklich zur Geltung kommt, Leute, wird er erst mit seiner Partnerin, mit Blue Lilia. Und viele denken sich jetzt so, what the fuck, wer ist Blue Lilia? Kommt in dem Anime nicht vor und in keinem anderen Film, Leute. Denn es ist wirklich eine Grand Cross Exclusive Unit. Für diejenigen, die Dragon Ball Legends gespielt haben, können oder kennen wahrscheinlich Charlotte, der exklusive Char für Dragon Ball Legends. Sie ist das Pendant dazu für Grand Cross. Mega coole Sache und mega gute Idee. Denn es werden auch noch ein paar andere Exclusive Units kommen. Finde ich wirklich eine nice Idee für dieses Spiel. So, sie wird einfach, also, wie soll ich sagen? Sie ist absolute Pflicht, Leute. Denn sie ist ein Exclusive Char, der mit einem Banner droppen wird, mit einem Step-Up-Banner, wo ich euch jetzt einmal das Bild einblenden werde. Und da müsst ihr sie wirklich bekommen, Leute. Denn ab da wird sie nirgendwo mehr erhalten sein. Sprich, in keinem SSR-Pool, in keinem Sub-Pool von irgendeinem Banner. Sie wird einfach nicht mehr erhältlich sein. Deswegen müsst ihr wirklich summonen, Leute. Und wenn ihr mal ausrechnet, ich werde das einmal kurz rechnen, braucht ihr ungefähr 240 Diamanten, um das Banner einmal komplett durchzumachen und dann bekommt ihr sie garantiert. Das heißt, perspektivisch habt immer so viel auf der hohen Kante, damit ihr sie bekommen könnt.
Blue Demon Melioras, Green Ascanor werden in Pools verfügbar sein. Im garantierten SSR Part 2 Pool werden sie drin sein. Sie wird nirgendwo mehr drin sein. Das heißt, ist sie im Prinzip eine Unit, die ihr unbedingt braucht. Warum das Ganze so ist, warum ich das jetzt so gehypt habe, unter anderem wegen ihrer Passiven. Erhöht die Pierce Rate der Verbündeten um 50% des Wertes. Also Ascanor, Pierce, Blue Demon Melioras, Pierce. Blue Demon Melioras ist mit dem AOE-Skill, mit dem Buff, mit seinen Werten, one-shottet er praktisch alles, Leute. Im PvP one-shottet er wirklich teilweise ein ganzes Team mit dem Skill und haut so viel Damage rein, Leute. Sie mit Demon Melioras und Hauser, ein sehr nices Farm-Team, also ich denke mal das beste Farm-Team, was man so machen kann. Und sie mit Blue Demon Melioras und Green Ascanor, beste PvP-Team, lange Sicht, beziehungsweise Top-Tier, immer noch in JP. Des Weiteren ist sie nämlich nicht nur wegen ihres passiven Skills heftig, sie hat auch einen AOE-Skill, der ab Stufe 2 Ultimate-Gouches runternacht. Mega coole Sache, sogar 3 auf Stufe 3. Dann hat sie sogar noch, was auch noch so sick ist, in diesem ganzen Setup Heal, Leute. Und Debuff-Remove ab Stufe 2. Heftig. Dann ihr Ultimate-Skill parallel wie Hauser, Decreased Skill-Ranks und dazu mit der Anzahl halt dann noch Ultimate-Gouches. Ist ziemlich nice, Leute. Sie hat halt einen wirklich großen Nutzen und in Kombination mit Demon Melioras das beste Duo in diesem Spiel. Deswegen wirklich bitte Samt für sie, beziehungsweise habt im Hinterkopf, dass ihr, wenn die Espana droppt, wirklich diese über 200 Diamanten, kann sein, dass ich mich jetzt um ein paar verrechnet habe oder so, dass ihr die wirklich auf der Kante habt, beziehungsweise relativ schnell an sie rankommt, ohne jetzt großartig aufladen zu müssen. Das nur als Vorsichtsmaßnahme. So, das dazu. Das sind halt diese Chars, die so in der nächsten Zeit so die kleinen Highlights bilden werden. Sollte jetzt nicht eventuell ein Collab dazukommen, mit dem keiner rechnet, oder ein mega krasses vorgezogenes Event. Ja, wenn man jetzt auf JP guckt, der neue Demon Melioras, der neue Melioras ist einfach so das absolute Gott, Gott-Tier. Und ja, den sie zum 7.777.777 Download-Event bekommen haben. Wir, ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, eher ein bescheideneres Event bekommen haben, aber so ein krasses Event hätte ich jetzt auch nicht am Anfang erwartet. Nur ein Tick besser hätte es schon sein können. So, auf jeden Fall, Leute. War das an dieser Stelle so der kleine Ausblick für die nächsten Wochen bzw. Monate? Ich sag mal so, Green Ascanor wird so in 3-4 Wochen kommen. Blue Demon Melioras und Blue Lilia, denke ich mal, so in 2 Monaten. Das so, um zeitlich einzuordnen. Alles, was da später hinauskommt, beziehungsweise es gibt natürlich auch noch ein paar Highlights, die danach kommen werden, definitiv. Wie zum Beispiel Esther Rosa oder Dariari. Dazu werde ich noch andere Videos machen, beziehungsweise zu gegebenen Zeitpunkt. Das war an dieser Stelle so viel dazu zu den kommenden Bannern. Eine Sache zum Abschluss, Leute, die viele interessieren wird. Ich habe ja angedeutet, dass es garantierte SSR-Pools gibt und dass Green Ascanor und Blue Demon Melioras dort enthalten sein werden. Dazu möchte ich mir gerne mal einmal diese Übersicht anschauen, Leute. Denn linke Seite haben wir Part 1, den wir aktuell haben, wo unter anderem eigentlich schon fast alle Leute enthalten sind, die wir bekommen können. Falls ihr nochmal gucken könnt, hier Green Diane und wo ist er denn, der gute alte? Red Helbram sind noch nicht enthalten, werden aber mit kommenden Updates reingepackt werden, sprich in den Pool. Das heißt, wer jetzt noch keinen Red Helbram hat, beziehungsweise eigentlich noch überlegt, ob er Sun will oder nicht, spart einfach eure garantierten SSR-Tickets, Leute. Denn da könnt ihr ihn auch bekommen. Mega coole Sache. Das heißt, wir brauchen nur noch 2 Units, dann haben wir diesen, ja, diesen Pool hier voll. Und perspektivisch geht man dann zu dem rechten Pool über, wo halt unter anderem hier Blue Demon Melioras und Green Ascanor drin sind. Mega cool, Leute. Das einfach nur zu dem Ausblick, dass ihr eure garantierten SSR-Tickets auch nutzen könnt, um noch Helbram zu bekommen oder halt die anderen. Und dass es ein Part 2 geben wird mit kommenden Highlight-Units. Das einfach nur so als Info dazu. Ich hoffe an dieser Stelle, dieser kleine Überblick. Ich weiß, ich habe jetzt viel geredet. Es war viel da und hier und jenes. Dann noch eine neue Unit, Upcoming Banners und so weiter und so fort. Ich hoffe, es war nicht zu viel, Leute. Ich freue mich an dieser Stelle wirklich und dazu gehe ich mal zurück auf das kommende Update. Morgen mit dem neuen Raid Boss, sprich wir können auch unsere Chars hochballern. Wir haben wieder was zu tun. Ascanor natürlich als kleines Highlight in den kommenden Wochen und perspektivisch halt die anderen. Ich wollte euch einfach nur aufzeigen,
was ihr alles für Möglichkeiten habt, beziehungsweise damit ihr auch so ein bisschen für euch selber planen könnt, was ansteht und wie ich wo investieren sollte und wann ich halt meine Charts hochmachen sollte. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit bis hier, würde mich über ein Like und ein kleines Abo freuen, auf jeden Fall, Leute. Support ist kein Mord, das ist die Devise und in diesem Sinne, Leute, see you next time.